zusammen, ihr lieben Freunde des Kanals. Wir begrüßen euch von unserer Homebase, von der Oktobermesse in Braunschweig. Die Anreise war entspannt und kurz. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich sage ja am Ende der Videos immer die nächsten Plätze an. Und in Hannover habe ich gesagt, wir fahren nach Oldenburg. Das hat leider nicht geklappt. Wir mussten leider unseren Drehplan etwas umkrempeln aufgrund meiner Erkältung. Und manch einer sagt jetzt, mit Schnupfen bleibt er zu Hause. Naja, es war ein bisschen mehr als Schnupfen. Ich hatte höllische Kopfschmerzen und Schnupfen natürlich auch. Und das Problem bei mir ist, dass ich sehr anfällig bin, weil ich ja mit einer Spenderlunge lebe. Und somit auch mein Immunsystem geschwächt ist, weil das runtergefahren werden muss, damit die Lunge nicht abgestoßen wird. Und deswegen ist also auch eine leichte Erkältung, kann für mich wirklich gefährlich werden. Und deswegen habe ich mir die lange dreistündige Hin- und dreistündige Rückfahrt nach Oldenburg erspart. Schade, wir wären auch gerne da gewesen, aber es klappt manchmal nicht. Und der Maurice hatte in die Kommentare, war sehr sauer, geschrieben, er wäre uns extra hinterhergereist und wir wären nicht da gewesen und hätten das nicht angekündigt. Das stimmt nicht. Ich hatte das in die YouTube-Community geschrieben und einige haben es auch gesehen und haben da auch Genesungswünsche reingeschrieben. Vielen Dank dafür. Aber jetzt bin ich wieder so halbwegs fit, noch nicht ganz. Aber die Fahrt nach Braunschweig auf die Oktobermesse dauert 20 Minuten, während die Fahrt nach Oldenburg eben 3 Stunden dauert. Genau, und dann filmt man da auch noch 7 Stunden von 14 Uhr bis, keine Ahnung, 23 Uhr oder 21 Uhr, wie auch immer, wenn man fertig ist halt. Ja, und das wollte ich mir halt da in der Situation nicht antun. Ich hoffe, dass es jetzt wieder aufwärts geht. Den Oldenburg-Termin können wir leider nicht nachholen. Das aber mehr aus privaten Gründen. Ja, mit Kopfschmerzen, da können wir uns ja die Hand geben. Hast du auch gehabt? Ich hatte am Dienstag Kopfschmerzen, dann kam ich ins Krankenhaus. Ja. Dann habe ich 6 Stunden gewartet, bis ich an der Reihe kam. Dann haben sie meinen Kopf geröntgt, ob da eine Schraube locker war oder so. Naja, die haben sie aber nicht gefunden. Nee, haben sie nicht gefunden. Und um 5 Uhr morgens haben sie mich einfach ohne Frühstück rausgeschmissen. Ja. Aber die Kopfschmerzen sind weg und ich komme demnächst wieder in eine große Röhre und dann werden wir mal sehen, was los ist. Ja, Hauptsache, du guckst nicht in die Röhre hinterher. Ja, das ist alles möglich in meinem Alter. Ja. Dann gab es auch noch weitere kritische Einträge im Hannover-Video. Es wäre langweilig und es wäre nichts los. Also wenn ich mittags um 15 Uhr auf den Platz komme, ist meistens nichts los. Stimmt. Dann müsst ihr eben nicht nur die ersten 3 Minuten gucken, sondern ein bisschen länger gucken und dann füllt sich der Platz und dann werdet ihr auch sehen, da ist mehr los. Ne? Also das ist logisch. Wir brauchen für den Dreh, wie gesagt, den ganzen Tag. Ja? Je größer die Veranstaltung ist, umso länger dauert der Dreh. In München habe ich 2 Tage gefilmt. Ne? Aber es war auch das erste und letzte Mal, dass ich da war. Ein München-Video reicht und da werde ich also einen großen Bogen drum machen, weil ich bin halt auch nicht Krösus. So, das dazu. Heute, wie gesagt, sind wir in Braunschweig auf der Oktobermesse. In den letzten Jahren hat Braunschweig wieder ordentlich Aufwind bekommen. Hier ist auch gerade, wenn ich mich so umgucke, der Platz gut gefüllt. Und ja, heute ist Samstagnachmittag, wir filmen in den Abend rein, werden auch später dann schöne Nachtbilder haben und ja. Viel Spaß beim Zugucken. Ja, eins möchte ich noch sagen, aber das können wir auch später machen, dann melden wir uns nochmal wieder. Ich war nämlich am Donnerstag das erste Mal auf dem Lafferder Markt. Und das war sehr eindrucksvoll. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die zeige ich euch dann später. Thank you.
dass ich bezahle, weil ich tolle Videos mache. Gestern war ich hier, da kam einer, ich bin mehr bei 5 Euro.
ja, so Leute, ich habe ja noch was für euch. Ich hatte ja in der Anmoderation gesagt, ich war auf dem Lafferter Markt. Gefilmt habe ich da nicht, aber ich habe ein paar Fotos gemacht. Hier zum Beispiel der Kirmesteil, da steht der Jaguar Express, deswegen ist er nämlich nicht hier. Manch einer hat sich vielleicht gefragt, da ist ja ein ganz anderer Musikexpress. Das ist richtig, weil der Jaguar Express Donnerstagabend um 23 Uhr da erst abgebaut hat. Und den Rekord hat er ja schon einmal gebrochen, dass er da donnerstags abgebaut hat und Freitag hier wieder aufgemacht hat. Aber den Stress will Conny sich, glaube ich, nicht mehr geben. Und ich glaube, auch die Personallage ist nicht mehr so wie damals. Und deswegen ist das eben nicht so. Ja, dann sehen wir noch das Riesenrad auch von Conny, das kleine Riesenrad. Das hat er erst neu. Ja, und dann alles Mögliche halt, Kinderkarussells. Und dann geht's los mit der Shoppingmeile. Und die geht 2 Kilometer durchs Dorf. Und wenn man hinten angekommen ist, muss man auch die 2 Kilometer wieder zurück. Und dann ist man 4 Kilometer gelaufen, logischerweise. Und es gibt alles. Es gibt vom Knopf bis zur Bratpfanne, über Bettwäsche, Wolle, alles Mögliche dort zu kaufen. Und ja, ihr könnt leider nicht mehr hingehen, weil das Fest ist nur 2 Tage im Jahr. Nämlich immer in der 20er Septemberwoche, also in den 20ern, End-20ern, immer vor der Braunschweiger Oktobermesse. Und das geht immer nur mittwochs und donnerstags. Ich weiß nicht, wann die aufmachen. Ich glaube morgens um 11 oder so oder noch eher, keine Ahnung. Und abends um 11 machen sie zu. Und das an 2 Tagen. Und einige Schausteller machen da mehr Umsatz an den 2 Tagen wie auf irgendeinem Jahrmarkt in einer Woche. Also da ist richtig was los. Ihr seht es ja auf den Bildern. Und ja, das wollte ich euch mal zeigen, weil ich habe da nicht gefilmt, hätte jetzt nichts gebracht. So viel ist da jetzt nicht an Fahrgeschäften. Und das langweilt dann auch. Aber wie gesagt, fahrt mal hin. So, Freunde, der Tanz beginnt. Letzte Kurve. So, wir halten. Freunde, ich fahre mal wieder in meinem Lieblingskarussell Butterfly und danke an die Firma Ortelt für die Spendierung der Fahrt und welches geht los. Und von der Firma bitte zurücktreten, es geht los. Und jetzt geht's los hier!
Ja, super, das war die Laune! Schöne Fahrt, volles Karussell. Es ist ein Jahr geschafft. Jawohl, wir halten. Jetzt wieder mit dabei sein. Und Zuschauer bitte. Super gepflegt, alles super. Weiter so. So, los geht's.
Thank you.
So, das war die Ghost Villa. War eine schöne Fahrt. Leider habe ich den hinteren Wagen erwischt. Und ja, Pech gehabt, aber egal. Ich habe das Beste draus gemacht. Und für so eine kleine Bahn, muss ich sagen, war da ganz schön viel drin. Thank you.
wollte das oder was? Das glaube ich nicht. So, ihr Lieben, das war's. Das war's aus Braunschweig. Ja, war eigentlich eine schöne Runde. Ein paar schöne Geschäfte dabei. Jetzt nicht groß was Neues, aber doch nett. Ich wollte eigentlich noch Dance Jumper fahren. So heißt er doch, ne? Dance Jumper. Aber da war so eine Schlange und ich bin ein bisschen Zeitdruck und wollte noch was essen. Ich spiele euch mal ein paar Aufnahmen von der Frühjahrsmesse ein. So, wir fahren jetzt eine Runde Dance Jumper. Für mich eine Premiere. Na dann, viel Spaß. Nee. Also, Günther, wie hat es dir gefallen? Ja, wie Braunschweig so ist, nicht so groß, nicht so klein. Jetzt ist schön dunkel, das bunte Licht mit den neuen Beleuchtungen, da machen sie ja viel her. Ich mache das irgendwie rein, aber sonst brauche ich jetzt eine Jacke, weil es mir zu kalt ist. Ja, da kann ich jetzt leider nicht mit Ihnen. Wären wir jetzt auf dem Markt in Lafferde, da hättest du jetzt eine kaufen können. Ja, da gab es so viele Klamottenstände, wie immer. Da war ich ja schon vor 50 Jahren. Genau, ja. So, Günther friert, der holt seine Jacke. Aber Micha ist noch da, vom Mitbewerberkanal, Kirmesfreunde 38. Wie hat es dir gefallen? Es ist eine super tolle Veranstaltung. Man merkt auch das Wachstum von Jahr zu Jahr. Also ich glaube, dieses Jahr sind es 4 Fahrgeschäfte insgesamt mehr. Also das Riesenrad, was es letztes Jahr zur Oktobermesse nicht gab. Dann haben wir die Geisterbahn. Wir haben einen zweiten Scooter und noch ein 4. Kindergeschäft. Also ja, auch vom kulinarischen, vom Spielangebot breit gefächert. Mir persönlich, und das ist immer meckern auf ganz hohem Niveau, Pizza geht immer, fehlt mir persönlich immer, aber man kann sich jetzt keinen Pizzawagen mehr herzaubern, wenn nichts da ist, ist nichts da. Ne? Ja, mir fehlt der Olympia-Looping, den hätte ich gerne hier. Auf Pizza würde ich dann auch notfalls verzichten. Ja gut, das ist ein Deal, da würde ich mich auch noch drauf einlassen, vielleicht auch für die Alpina-Bahn. Alpina-Bahn gegen Pizza wäre noch ein Deal. Ja, aber da werden wir von träumen müssen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Auch nicht bei der Frühjahrsmesse, aber auf die Frühjahrsmesse nächstes Jahr bin ich wirklich mal gespannt, ob es da noch eine Steigerung gibt. Und dieses Jahr war es ja schon gigantisch mit glaube 11 Großfahrgeschäften plus Kinder. Also, oder waren es 14? 14, glaube ich sogar, ne? 14 sogar. Also das war schon gigantisch, das war ja fast Goslar. Also
gut, es war ein bisschen Rundfahrgeschäft-lastig, aber mal gucken, was da nächstes Jahr passiert. Auf jeden Fall gab es eine große Auswahl an Hussgeschäften dieses Jahr. Also das ist so die geilen Klassiker, die Flatbikes, die waren durchaus breit vertreten. Wie gesagt, es war vielleicht ein bisschen Rundfahrgeschäft-lastig. Da hätte man da tatsächlich, hätte ich mir auch noch eine Geisterbahn gewünscht. Oder was hatte ich mir noch gewünscht? Ein Turm, genau. Irgendein Turm. Und Kettenflieger gibt es ja mittlerweile genug. Also gibt es ja auch kleine von 40 Metern aufwärts bis 85 Meter. Alles da, aber bis jetzt hat sich noch keiner hier verirrt in den letzten Jahren. Aber vielleicht nächstes Mal. Ja, das war's also. Ich freue mich über Kommentare. Ich sag meine berühmten drei Buchstaben, LKA. Wisst ihr, was das heißt? Nicht Landeskriminalamt. Liken, kommentieren, abonnieren. Ganz einfach. LKA. Liken, kommentieren, abonnieren. Genau. Die nächsten Plätze unter Vorbehalt. Oder besser gesagt, erstmal der nächste Platz. Wenn alles glatt geht und wir gesund bleiben und das Wetter einigermaßen ist und nicht Schnee oder so, dann fahren wir am 13. Oktober nach Bremen zum Freimarkt. Wird eine super Veranstaltung, unheimlich super geile Beschickung. Feuer und Eis ist übrigens nicht da. Nein, nein, das sind die letzten Mal drin gefahren, ne, wir beide. Ja, ja. So, aber da finden wir auch was anderes. Genug Geschäfte da. Da sind wir also, wie gesagt, wenn ihr uns folgt und nachreist, dann bitte eine Mail schicken. Die ist im Kanal hinterlegt, in jeder Videobeschreibung. Steht die E-Mail-Adresse, ich kann es auch noch mal sagen, aetv@mail.de. Dann schreibt vorher eine Mail, ob wir auch wirklich an dem Tag dort sind. Nicht, dass es euch so geht wie dem Maurice und der fährt nach Oldenburg. Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber extra von München nach Oldenburg gereist ist, um uns zu sehen. Ich weiß es nicht. Aber damit euch sowas nicht passiert, vorher noch mal nachfragen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Für Maurice nochmal sorry, tut uns leid, aber wenn man krank ist und nicht fit ist, dann geht halt Gesundheit vor. Auch wenn es manche nicht glauben. So, siehst du, da war's schon. Ab nach Hause, wir ja, sind raus. Keine Jacke mit, bis zum nächsten Mal. Ja, auf bald. Ciao, ciao. Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr.